Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Thema ein Jahr CrossFit. Was hat sich bei mir getan? Was sind meine Eindrücke und Erfahrungen? Ich war am Anfang sehr skeptisch, um da mal ganz vorne anzufangen. Bevor ich das erste Mal zum CrossFit gekommen bin, habe ich ja klassisch Bodybuilding gemacht und war da auch immer sehr in diesem Bodybuilding-Lager, wo man gerne mal sagt, CrossFit ist schlecht, CrossFit ist ungesund, ist schlecht für die Gelenke. Und trotzdem habe ich es ausprobiert, als ich mit der Bodybuilding-Wettkampfgeschichte aufgehört habe, weil es einfach sehr viel Politik war. Man wird, je nachdem, wer der Trainer ist, wer in der Jury ist, sehr unterschiedlich bewertet. Das Ganze ist sehr subjektiv, denn man steht da, wird miteinander verglichen und es geht natürlich auch um eine sehr krasse körperliche Leistung, aber trotzdem hat man nicht so den direkten sportlichen Vergleich, wie zum Beispiel beim Boxen, wenn man gegeneinander kämpft, oder auch beim CrossFit, wo es halt auf die eigene körperliche Leistung ankommt. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich habe mich darauf eingelassen und war hier, was ihr jetzt auch im Hintergrund sehen könnt, bei CrossFit Stuttgart. Das Ganze hat mir sehr gut gefallen und ich bin dran geblieben. Es gibt noch ein paar Stories, da kann ich euch gerne mal jetzt was einblenden. Da war ich am Anfang auch sehr, sehr skeptisch und habe auch meine Bedenken direkt geäußert. Ich bin jetzt in Stuttgart und ich habe euch ja angekündigt, dass heute eine neue Challenge auf mich wartet. Und zwar geht es zum CrossFit und ich bin schon super gespannt, was mich dabei erwarten wird. Ihr wisst ja, dass ich bisher nicht der größte Fan von CrossFit ehrlich gesagt war, aber ich will mich eines Besseren belehren lassen, beziehungsweise in meinem Vorurteil im schlimmsten Fall auch bestätigen lassen. Auf jeden Fall lasse ich mich jetzt drauf ein und hoffe, dass ich mich nicht verletzen werde. Wir sind jetzt da, noch ist hier alles friedlich. Wir sind durch. Ich weiß nicht genau, wie lange ich gebraucht habe, ich schreibe gleich, wenn ich weiß, die Zeit noch hier hin. Ich bin einfach nur tot. Und wie ich dann aber auch schnell gemerkt habe, kommt es eben auch sehr viel auf die Technik an. Man muss schauen, dass man eine gute Box findet, einen guten Trainer, wo eben nicht nur Wildgewichte bewegt werden, sondern wo man die richtigen Techniken lernt und sich weiterentwickeln kann. Das ist das, was mir jetzt das Ganze ja auch so extrem viel Spaß gemacht hat. CrossFit ist sehr vielseitig. Es sind Gewichtsheberübungen dabei, also aus dem klassischen olympischen Lifting. Man hat Gymnastics dabei, also Klimmzüge, Toes-to-Bar, auch Seilspringen, einfach Double Unders mit zwei Schlägen bei einem Sprung, ist alles sehr, sehr anspruchsvoll und sehr viele Skill-Sachen bis hin zum Handstand-Push-Up und zum Handstand-Walk. Ich konnte vor einem Jahr, das kann ich euch mal einblenden, da habe ich es mit meinem Freund Daniel zusammen probiert, nicht mal einen Handstand an der Wand. Ich habe versucht, mich hochzuschwingen und irgendwie an der Wand zu stehen. Das Ganze hat einfach nicht funktioniert und ich dachte, ich kann es einfach nicht, ich bin nicht dafür gemacht und bin dann dran geblieben. Ich habe Handstand Pushups gelernt, zuerst die Stricten, wo man wirklich nur aus den Schultern drückt, dann auch mit Kipping, dass man noch ein bisschen Schwung aus den Beinen mit dazu nimmt, was das Ganze viel einfacher macht. Und in den letzten Wochen habe ich es wirklich auch geschafft, meinen Handstand Walk so weit zu lernen und zu verbessern, dass ich 7,5 Meter am Stück laufen kann. Ja. Sehr gut. Nice! Hey, gut! Ja, komm weiter, wir haben die letzten noch. Ja, krass! Und ich hätte mir vor einem Jahr niemals vorstellen können, dass ich überhaupt imstande dazu bin, den Handstand so weit zu lernen. Und so geht es mir mit ganz, ganz vielen Techniken, auch bei den Double Unders. Beim Lifting muss ich noch sehr, sehr viel lernen. Durch meine Verletzung am Sprunggelenk war ich dann ein bisschen eingeschränkt, als es darum ging, schwere Gewichte die letzten Wochen und Monate zu bewegen. Das wird jetzt aber auch besser. Heute im Workout von den Open habe ich es geschafft, die 83 Kilo 10 Mal insgesamt nicht nur zu cleanen, also auf Schulterhöhe zu kriegen, sondern auch noch über Kopf zu drücken im Clean and Jerk. Das war bisher das Maximalgewicht, was ich einmal überhaupt geschafft habe. Jetzt habe ich es 10 Mal im Workout gemacht. Auch wenn es einzelne Wiederholungen waren, habe ich da einen sehr, sehr guten Fortschritt. Und das ist das, was so extrem viel Spaß macht. Und das Lernen von neuen Techniken, das Verbessern, macht einfach sehr viel Spaß. CrossFit, wie gesagt, setzt sich aus so vielen verschiedenen Teilen zusammen, dass jeder seine Stärken und Schwächen hat. Das ist bei uns morgens in der Trainingsgruppe so, aber auch weltweit und auch bei den Profis. Der eine kann meistens am besten Gewicht heben, wenn er irgendwo aus dem olympischen Gewichtheben kommt. Und dann gibt es Leute, die einfach skillmäßig sehr, sehr gut sind. Und da ergänzen wir uns hier gegenseitig und es macht so Spaß, immer weiter an seiner Technik zu arbeiten. Und was mir da sehr, sehr schwer noch fällt, was gleichzeitig aber auch meine Stärke ist,
Ist ein bisschen so ein Widerspruch, aber das sind die Pull-Ups. Ich habe super viel Kraft im Rücken und aus meiner Bodybuilding-Vergangenheit kann ich strikte Pull-Ups auch super gut. Allerdings, wenn es dann an die Technik geht und an die Effizienz, sei es mit Kipping-Pull-Ups oder Butterfly-Pull-Ups, wo man so mehr durchschwingt und die Schultern wirklich ganz aufmachen muss, habe ich immer noch ein Problem. Selbst nach einem Jahr CrossFit jetzt und wo ich versuche, das reinzubekommen, weil ich einfach jahrelang so trainiert habe, dass ich immer hier die Körperspannung halte und da muss man einfach die Spannung ein bisschen gehen lassen, dass man in diesen Rhythmus vom Durchschwingen reinkommt. Das wird langsam besser, aber da habe ich immer noch einen weiten Weg vor mir, was mir aber auch Spaß macht, weil ich merke Schritt für Schritt, wie es immer besser wird und wie ich langsam mehr loslassen kann. Seit diesem Jahr habe ich auch viel mehr Wert auf mein Mobility-Training gelegt. Das heißt, ich dehne mich wirklich regelmäßig. Ich versuche mich jeden Tag 20 Minuten zu dehnen und so wird man einfach Schritt für Schritt immer besser und es gibt so vieles, wo man noch besser werden kann, wo man aber auch schon gut ist und jedes Workout kann man anpassen. Wenn man eine Übung nicht kann, gibt es immer eine einfache Variante, sei es beim Gewicht, dass man reduziert oder eben bei den Pull-Ups, dass man irgendwas strict macht oder ein Kipping benutzt, das gleiche beim Handstand-Push-Up und auch bei jeder anderen Übung. Somit ist CrossFit einfach auch super vielseitig und jeder kann es machen. Ich konnte als CrossFit-Anfänger, wo ich aus dem Bodybuilding kam, genauso einsteigen, wie auch jemand kommt, der zum Beispiel aus einem Kampfsport kommt oder aus dem Turnen. Und jeder hat da, wie gesagt, dann seine Vor- und Nachteile und kann sich da langsam hocharbeiten. Und auch wenn man sehr wenige Vorerfahrungen generell im Kraftsport hat, kann man hier langsam einsteigen. Man kann den Liegestütz auf den Knien machen und jedes Workout immer so skalieren, dass man trotzdem sich auspowern kann. Es hilft mir auch sehr, in Form zu bleiben. Ich habe seit einem Jahr keine Diät mehr gemacht, keine Wettkampfvorbereitung wie im Bodybuilding. Dabei hat sich meine Form nicht verändert. Der Kalorienverbrauch ist so einfach viel größer, als wenn man nur ins Fitnessstudio geht und vor sich hin pumpt. Da verbrennt man natürlich auch Kalorien. Oder wenn man stumpf, sage ich mal, auf dem Laufband immer nur geht, ist es hier einfach viel abwechslungsreicher, viel intensiver. Was heißt, man verbrennt einfach viel mehr Kalorien in der gleichen Zeit. Der Nachbrenneffekt ist viel größer und auch die Ausdauer wird viel besser. Ich habe es dadurch auch geschafft, dieses Jahr meinen ersten Halbmarathon zu laufen. Natürlich war auch ein Lauftraining mit dabei, aber auch das gibt es im CrossFit. Es gibt immer mal 400 Meter Runden, dann kommt man rein, muss ein Gewicht bewegen, ein paar Klimmzüge machen. Jedes Workout ist unterschiedlich. In dem Jahr hat sich nicht ein Workout wiederholt. Das heißt, man hat eine komplette Abwechslung und man muss sich auch gar nicht überlegen, was man machen will oder macht immer nur die Lieblingsübung und lässt das weg, was man nicht mag, weil man kommt hier rein, der Trainer sagt einem, was heute auf dem Programm steht und das macht man dann. Und so wird man athletisch einfach rund um einen viel besserer Sportler. Ich fühle mich viel fitter. Ich bin von der Ausdauer so gut wie noch nie in meinem Leben. Ich bin dieses Jahr 30 geworden und es geht wirklich von der Leistungsfähigkeit nochmal steil bergauf, was mir einfach sehr viel Spaß macht. Und diese Erfolge Schritt für Schritt, jede Woche, jedes Training merkt man, dass irgendwas besser läuft und das macht einfach extrem viel Spaß. Wie schon gesagt, meine Figur konnte ich so auch halten und das ohne jetzt wirklich Cardio-Training speziell machen zu müssen. Natürlich achte ich auf meine Ernährung, ich habe meine Kalorien, ich esse dabei jedoch über 3000 Kalorien jeden Tag, verbrenne einfach sehr viel und schaffe es, die Figur so auch sehr, sehr gut zu halten. Das war am Anfang auch eine große Frage. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und werde das Ganze weiter beobachten. Ein bisschen Training im Fitnessstudio mache ich nach wie vor. 1 bis 2 Tage in der Woche gehe ich ins Fitnessstudio, trainiere da vor allem Brust und ein bisschen isolierte Kraftübungen, die man hier im CrossFit eher weniger macht. Aber alles in allem ist CrossFit wirklich ein super Ganzkörpertraining, wo über die Beine, Arme, Schultern wirklich alles belastet wird und gerade der Rücken ist auch sehr stark dabei bei den ganzen Lifts und man wird wirklich rundum sehr fit und ist einfach fit und leistungsfähig für den Alltag. Abschließend kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich super froh bin, hier das erste Mal hingekommen zu sein. Mein Weg hierher ist täglich knapp eine halbe Stunde, aber das ist es mir wert und das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr euch eine Box sucht, schaut, ob ihr euch wohlfühlt. Das ist, dass ein Kleingruppentraining ist doch sehr wichtig, mit wem man da die Zeit verbringt. Hier wird schon aufgebaut. Dass man sich mit dem Trainer wohlfühlt, dass man guten Input bekommt, um sich auch verbessern zu können. Ich habe hier mit CrossFit Stuttgart auch eine Box gefunden, in der ich mich sehr wohlfühle. Deswegen komme ich gerne hierher. Ich bin fast jeden Tag da auch, wie ihr sehen könnt, bei mir in den Stories samstags, wenn wir hier die Open Workouts haben. Die
Community ist einfach super und das Zusammenhalten ist doch nochmal was anderes als im Fitnessstudio. Auch in den Klassen, wenn man da regelmäßig kommt, hat man so seine Leute, mit denen man die Workouts zusammen macht. Man motiviert sich einfach nochmal anders gegenseitig. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr froh, dass ich vor einem Jahr mich getraut habe, über meinen Schatten gesprungen bin, einmal zum CrossFit gegangen bin und werde das auch weitermachen. Nach wie vor wird es 1 bis 2 Tage in der Woche auch im Fitnessstudio geben, aber ich freue mich auf die nächste Zeit und es gibt noch sehr, sehr viele, sei es von der Technik und von der Kraft, was ich einfach lernen möchte, wo ich besser werden will und ich freue mich auf die kommende Zeit. Komm! Yes!